Jo, da sind wir wieder bei Donkey Kong Country 3 und wie gesagt, es geht jetzt an die versteckte Welt. Jetzt gehe ich mal da rein. Krematoa. So, und um hier weiterzukommen, brauchen wir die Bonusmünzen. Und zwar so. Und jetzt zu dem Typen hin. Hallo, mein Name ist Boomer. Yeah. Ja, die sind aber alle mögen die Bärmünzen, aber er will die Bonusmünzen. Also, ich zahle ihm 15 Bonusmünze. Was? Oh cool, ich kann direkt alle auf einmal zahlen, wusste ich gar nicht. Yeah. Ja, dafür gibt es, zahlt er mir jetzt mal 4 Level frei. Eins. Boom. Zwei. Boom. Drei. Boom. Vier. Jetzt kann ich zu 4 Levels. Also fangen wir dann an mit dem Bonus. Ich weiß noch nicht, gibt es hier auch? Ach ja, stimmt ja. Spring mal. So. Ich weiß noch nicht, gibt es hier auch. Was kriegt man hier eigentlich für den Bonus-Leveln? Oh Mann. So ein bisschen schneller. Mann. Am besten immer in der Mitte bleiben. Ich meine, theoretisch kriegt man ja keine Bonusmünzen mehr, weil die braucht man ja jetzt nicht mehr. Brauchte man ja nur für. Ey. Nee, ich krieg die nicht. Doch, ich krieg noch Bonusmünzen, Tatsache. Aha. Moment, das würde dann bedeuten. Ja, erstmal ins andere Bonuslevel da hinten. Die sind beide hier schön am Anfang versteckt. Und nochmal 15 Bananen. Und diesmal mit einem anderen Viech. Ein bisschen einfacher, aber diesmal. Ah, schöne Musik. So, und rüber. Das heißt, es gibt insgesamt 6 Level dann. Habe ich mich hier etwas geirrt von der Zahl her? So, das dürfen wir hier nicht mitnehmen. Dafür geht es jetzt hier weiter. Und zwar mit Ellie. Wuhu. Und dem hier. So, war das hier das Level? Ja, yep, das war das Level, wo ich durchrushe. Einfach das ganze Level durchrushen. Da waren diese beiden Brüder, die wir letztens im Aua Abspann gesehen haben und nicht wussten, wer sie sind. Wow, da wäre ich beinahe gesprungen. So. Nein! Wie? Ich habe nur 4 Leben. Ach, geil. Da ich jetzt das Spiel beendet habe, wurden meine Leben zurückgesetzt. Das dürfte nicht sehr von Vorteil sein. Nein. Das war doof. Ich hätte vielleicht die versteckte Welt doch etwas früher anfangen sollen. Und dann halt nur das letzte Level hier hinterlassen. So. Okay, dann muss ich's. Dann ist es halt eine umso größere Herausforderung, wenn ich das jetzt mit nur noch 3 Leben schaffen muss. Ansonsten einfach, ja, Game Over. Au. Was? Warum? Ja, frische Luft. Diesmal nicht. Ansonsten werde ich vielleicht ein paar Leben sammeln gehen müssen, bevor ich das hier weitermache. Weil das ist sonst etwas doof. Mit so wenig Leben. Mann! Verdammter Igel. Ey. Die stehen natürlich auch so perfekt auseinander, dass ich, wenn ich den einen ausweiche, direkt in den anderen reinfliege. So. Gut, dann wollen wir mal nochmal. Und ein Leben nach dem anderen verlieren. So.
Was für ein altes Klischee. Elefanten haben gar keine Angst vor Mäusen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Wupp. Wupp. So, kurze Sprünge. Langer Sprung, langer Sprung, langer Sprung. Nicht springen. Ja. Sprung. Nicht Sprung. Ja. Sprung, Sprung. Ah, verdammt. Egal. Bin schon beim N. Perfekt. Toll. Toll. Ich will die Mitte. Warum gibt's hier keine Mitte? Was? Warum gibt's hier keine Mitte, verdammt? Das ist fies. Immer muss man alles von Anfang machen, wenn man verliert. Naja, bla. So, und nochmal. Boom. Rein da. Kann man gerade was langsamer? Nein, kann man nicht. Man hat nur die seine Geschwindigkeit. So, kurzer Sprung, langer Sprung, langer Sprung, kurzer Sprung, kurzer Sprung, verdammt. Okay, langer Sprung, langer, lang, lang, long, long. Wow, wow, wow. Mann! Ey! So, letzter Versuch. Wenn es nicht klappt, gehe ich Leben horten. So. Ja, schön. So. Tack, tack. Tack, tack. Tack. Hoch. Sprung, Sprung. Diese verdammten Viecher da. Die Namen habe ich schon längst wieder vergessen, weil die mir total egal sind. Und Game Over. Jetzt wir wenigstens nochmal den Game Over Bildschirm. Hatten wir auch noch nicht. Naja, bla. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der versteckten Welt da hinten nochmal mit mehr Leben. Bis gleich. Jo, da sind wir wieder bei Donkey Kong Country 3 zurück. Und jetzt geht's rein. So, jetzt habe ich mir erstmal so viele Leben geholt, wie ich auch vorher hatte. Und zwar so gehört es sich auch, ja. Nicht, dass ich da plötzlich ankomme, nö, du hast keine Leben mehr, bla bla. So, jetzt bringen wir eben alles wieder weg. Jo. 2, 3, 4. Boom. Eins und zwei und... Ja, wir müssen auch gleich die Bonuslevel nochmal machen. Die sind mittlerweile wieder weg. 4. So. Dann wollen wir mal. Stampede Sprint. Und zack, in Bonuslevel Nummer 1. Ich glaube, das mit Squitter war ein bisschen einfacher. Dann mache ich also das zuerst. Wow, 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 wow. Das war ja fies. Das Netz unter mir ist verschwunden. Fast. So. So, erstes Bonuslevel. Und zweites. Greife 15 Bananen. Hallo. Geh weg. Runter. Mann. Dummer Squitter. Wow, das war knapp. Beinahe hätte ich das Bienchen berührt. Yeah. Bonuslevel wieder geschafft. Wie auch vorher. Jetzt gibt es wieder Bananen. Und diesmal schaffen wir es. Ich hoffe es mal. Ich werde vielleicht nochmal ein paar Sachen ausprobieren, wie das mit den kurzen und langen Sprüngen ist. So, zack, zack. Das waren zwei kurze.
Nein, nein, nein. Ah, das. Ich hab's schon gemerkt. Ich hab auch so einen langen gemacht. Nee. Ich glaube, bei den Viechern werde ich einmal direkt einen langen Sprung machen und versuche auf dem hinteren